Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin wieder da. Und warum sage ich das eigentlich immer am Anfang? Ich weiß es nicht, ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Muss ich mir mal abgewöhnen vielleicht. Ich habe gerade schon ein Video für meinen Zweitkanal aufgenommen, Sig99. Beziehungsweise zwei Videos, um genau zu sein. Da ging es nochmal, ja, so um ein paar abschließende Sachen zu GTE Racing. Das ist eine Serie, die zurzeit da gerade läuft, beziehungsweise lief und die ich jetzt nochmal beendet habe. Ich glaube, das letzte Video, das kommt sogar erst morgen. Ja, habt ihr dann noch gar nicht gesehen. Na gut, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es jetzt beendet, die Serie dort, und ja, da habe ich noch gesagt, ja, abonniert den Hauptkanal oder so, ne? Also Leute, alle Leute, die von dort kommen, Gruß an euch, ne? Schön, dass ihr hergefunden habt, und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Das Gameplay ist auch wieder im Voraus hier aufgenommen. Also, ja, da lasse ich mich ja nicht lynchen. Oder nennt man das so? Lasse ich mich nicht lumpen, glaube ich, sagt man da, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist mir gerade eingefallen, genau, die Kohle sollte ich hier oder wollte ich hier noch rausnehmen. Weil mir eingefallen ist, oh scheiße, ich brauche ja noch Sandstein. Aber dabei habe ich noch genug in der Kiste. Und da wollte ich jetzt nicht alles zu Glas durchpfeffern. Genau, hier hatte ich noch genug. Naja gut, war dann auch hinfällig, ne? Hätte ich auch weiter brennen lassen können, aber ich meine, so viel Glas braucht man ja so oder so nicht, ne? Da behalte ich lieber den Sand so und wir gucken dann, was wir draus machen. Nun gut, ja, ich nehme das heute mal ein bisschen eher auf hier, das Video. Und zwar, ja, das Gameplay ist ja am Freitag erspielt wieder. Ich weiß nicht, Freitag passt bei mir immer ganz gut, da kann ich immer hier das Gameplay schön aufnehmen. Und, ja, macht eigentlich auch mal Spaß oder hat mir mal Spaß gemacht so in den letzten Wochen. Und, ja, nachkommentieren tue ich das jetzt am 3.9., also am Samstag, um abends um 9:30. Und das Problem ist halt, wenn ich das erst am Montag nachkommentieren würde, dann könnte ich das wahrscheinlich erst so, ja, Montagabend wahrscheinlich hochladen, anzufangen. Und das wäre ein bisschen zu spät. Ja, Leute, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, mein Video am Samstag kam viel zu spät. Das kam 20 Uhr, ich wollte es eigentlich 16 Uhr bringen, das war ein League of Legends Video. Das kam so spät, weil mein Internet so arschlangsam ist und das genau am Freitag passiert ist, dass es so langsam wurde, beziehungsweise am Donnerstagabend, und ich weiß nicht warum, ja. Und da konnte ich die League of Legends Folge nicht mehr schnell genug hochladen, was natürlich absolut scheiße war. Und ja, ist natürlich auch wieder der günstigste Moment gewesen, wisst ihr? Gerade wo ich jetzt hier wieder am Struggeln bin und hochladen möchte eigentlich das alles hier pünktlich. Da muss es natürlich wieder ausfallen, das Internet. Ist natürlich klar. Und beziehungsweise nicht ausfallen, sondern mega langsam werden. Und deswegen nehme ich das jetzt ja auch schon am Samstagabend auf, damit ich das eventuell am Sonntag früh oder so hochladen kann. Und ja, dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde. Ich hoffe, ich krieg's bis Dienstag hochgeladen, Alter. Es ist einfach so schlimm. Ja, das Ding ist ja, man kann ja bei YouTube die Upload zum Glück unterbrechen. Das hilft mir schon mal viel. Das heißt, ich kann jetzt einfach aufhören und 24 Stunden später kann ich es dann noch quasi weiter hochladen an der Stelle. Das hilft mir sehr. Ohne das würde ich nicht klarkommen, ey, ohne Witz. Aber wenn man zum Beispiel irgendwie zu lange wartet, dann wird das Video als fehlgeschlagener Upload eingelistet und das ist halt auch nicht geil. Naja, auf jeden Fall versuche ich das hinzukriegen hier mit den Videos. Am Samstag sollte ja auch wieder ein Video kommen, was etwas kleiner ist, was nicht so lang geht, wie das League of Legends Video beispielsweise. Das werde ich dann auch wieder schneller hochladen können. Und ich hoffe mal, dass dieses komische, ich glaube, dass irgendeine Drosselung oder so, dass das jetzt mal irgendwie ein Ende hat demnächst. Also bitte in den nächsten Tagen, weil ich brauche das Internet wirklich zum Hochladen. Ohne, das geht wirklich nicht ohne. Ja, zumal ja jetzt auch noch ein paar andere Projekte starten. Aber ich will noch nicht zu viel verraten, ne? Ich sag mal so viel. Ickels ist ein Kanal von mir, der jetzt ein bisschen inaktiv war. Habe ich auch schon öfter mal gesagt, dass da was Neues kommt. Kam bis jetzt noch nicht. Ja gut. Aber das war das Problem, dass die Projekte dort noch nicht gestartet sind. Und ja, dass ich da einfach irgendwie hat sich immer alles verschoben. Und bis jetzt ging da noch nichts los. Und da habe ich eben auch noch kein Infovideo oder so gemacht dort. Aber eventuell startet da bald ein neues Projekt. Ich will es noch nicht zu laut sagen. Keine Ahnung.
Und wenn er startet, dann werdet ihr das dort sehen. Und das hat auch wieder so ein Ding. Das belastet auch wieder meinen Upload. Muss ich auch wieder gucken. Ne? Es sind alles so Probleme und ich weiß nicht, ob ich das alles so zeitlich hinkriege. Ich hoffe es mal. Drückt mir die Daumen, Leute, ne? Sag ich dann nur. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu besprechen? Ja, eine Sache, die wollte ich eigentlich heute in den Vordergrund stellen, aber ich habe jetzt schon wieder 5 Minuten erfolgreich verschwendet mit anderem Gelaber. Alles klar. Ich wollte nämlich heute mal was ansprechen. Und zwar, mein Kanal wurde am 1.9. sage und schreibe 3 Jahre alt. Und das ist schon eine ziemlich krass lange Zeit, oder? Finde ich. Also 3 Jahre. Und ich meine, ich habe dann irgendwie 1,5 Monate nach Erstelldatum des Kanals direkt angefangen, Videos hier hochzuladen. Und, ja. So lange ziehe ich das jetzt schon durch. Da seht ihr mal, Leute. Also, ich finde schon krass, es ist viel passiert in der Zeit, wenn ich mich so zurückerinnere an beispielsweise 2014, wo ich ja letztendlich auch schon ein Jahr YouTube gemacht habe. Das ist schon wieder so lange her. Seitdem ist schon wieder so viel passiert und ich weiß nicht, ich mache ja immer diesen Jahresrückblick und da sieht man das eigentlich immer relativ gut. Da kann ich nochmal so richtig reflektieren mit dem Jahr auf YouTube, was ich hochgeladen habe und so weiter und kann dann quasi nochmal abschließen. Und nochmal so Revue passieren lassen, was von Anfang bis Ende des Jahres passiert ist. Das habe ich ja 2014 gemacht. 2013 habe ich es dann verspätet noch hochgeladen. Da gab es auch nicht so viel zu erzählen. Aber der Vollständigkeit halber habe ich für dieses Jahr das auch noch gemacht. Für 2013. Das habe ich aber dann erst Ende 2014 hochgeladen, auch zusammen mit dem anderen. Und ja, 2015 habe ich das dann auch nochmal gemacht. Und dieses Jahr werde ich das auf jeden Fall auch nochmal machen. Denn ich möchte so ein bisschen auf die Sachen eingehen, am Ende des Jahres nochmal, was denn im Laufe des Jahres passiert ist. Aber das ist ja jetzt noch knapp 4 Monate hin, kommt dann erst zu Silvester oder so, lade ich das dann hoch. Und ja, seid da auf jeden Fall gespannt, wie das dann vorangeht oder ja, wie das dann aussieht. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, diesen kleinen Jahresrückblick zu machen. Ist so ein bisschen was Besonderes immer. Wie bei Gronkh, das Let's Rutsch, ne? Obwohl der ja immer so, ja, so ein bisschen philosophiert und so. Und ich gehe dann halt wirklich nur drauf ein, was ist im Jahr passiert. Und so ein Jahresvorausblick oder so, sowas mache ich eigentlich gar nicht. Also, ja, das lasse ich eigentlich mehr oder weniger auch immer nur auf mich zukommen. Gut, ich plane natürlich schon vor, aber ich verrate das dann immer noch nicht so. Weil, ja, ihr sollt euch ja auch überraschen lassen. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Zumindest ist es für dieses Jahr erstmal, ja, es ist ziemlich ein krasses Jahr gewesen mal wieder. Also bis jetzt zumindest ist ja jetzt schon wieder, sind jetzt schon wieder 2 Drittel rum und da ist schon wieder ziemlich viel passiert. Also ich weiß nicht. So jedes Jahr passiert eigentlich immer was und dieses Jahr war eigentlich auch wieder ein ganz besonderes Jahr und teilweise auch ein richtig cooles Jahr. Teilweise ein richtig stressiges Jahr bis jetzt. Ja. Vor allem seit Anfang August ist es bei mir mega stressig. Vorher ging es eigentlich noch, ne? Aber seit Anfang August merke ich das richtig, wie ich einfach absolut am Kämpfen bin, dass ich irgendwie noch was hinkriege. Oder beziehungsweise möglichst alles hinkriege oder so. Naja, muss ich auch mal gucken, wie ich das, dass ich da mal einen Gang zurückfahre und mich nicht übernehme, ne? Aber ja, das habe ich ja auch schon öfter mal angesprochen. Habe ich ja schon mal hier zu viel Stress und so in die Titel geschrieben und da natürlich auch einiges zugesagt. Ja, es ist auch einfach ziemlich viel. Streckenweise. Naja, aber was soll ich sagen? 3 Jahre Textmark-LP. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Ehrlich nicht. Letztes Jahr vielleicht schon, dass ich das noch ein Jahr mache. Warum nicht? Ne? Vor 2 Jahren wäre ich mir auch nicht sicher gewesen. Da wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung mein Kanal geht und das alles, was das alles in der Zukunft wird. 2014. 2015 habe ich mir da schon mehr Gedanken gemacht. Da dachte ich schon, ja, machst du noch ein Jahr auf jeden Fall und dann das und das, bla bla. Und da hatte ich auf jeden Fall schon so ein paar Ideen und so ein bisschen geplant für die Zukunft. Aber vor 2 Jahren beispielsweise noch gar nicht und geschweige denn vor 3 Jahren, da hatte ich noch gar nichts gesagt und noch gar nichts geplant. Da habe ich einfach nur so just for fun eigentlich angefangen, irgendwelche Videos zu machen und dann halt angefangen, Let's Play, so wie Gronkh oder so.
Ich weiß gar nicht, woran ich mich eigentlich orientiert hatte. So Let's Play-technisch. Also so ganz am Anfang. Später 2015 hatte ich dann gesagt, als ich diesen Break gemacht habe, dass ich mein Let's Play so machen will wie Clangan und Spark of Phoenix, so eine Mischung. Quasi so Themenvideos immer. Und, ja, jetzt, oder so ganz am Anfang, weiß ich es gar nicht, wo ich mir da ein Beispiel genommen habe. Aber ich glaube, ich habe damals viel Gronkh geguckt, auch viel Pande, der jetzt auch weniger macht, oder beziehungsweise auf Sendepause macht er jetzt Videos. Ja, irgendwie, ja, hatte ich da gar nicht so krass ein Vorbild. Ich habe einfach angefangen und das ist jetzt draus geworden, ja. Tatsächlich diese Themenvideos und alles. Ich finde schon krass, ich habe mich damals auch gar nicht getraut, irgendwelche Themen anzusprechen, ne? Ich wollte immer nur über das Spiel reden und das ist natürlich irgendwann auch langweilig. Ich habe mich da gar nicht getraut, irgendwie so Themen anzusprechen. Ich habe mir sowas gerne angeguckt bei anderen Leuten, aber so selber irgendwie nie gemacht. Und ja, ist ja heute teilweise auch noch so, dass ich mir das nicht traue, so wirklich. Habe ich ja auch schon öfter mal gesagt. Zum Beispiel in dem Video, wo ich gesagt habe, dass meine Videos im Unterricht abgespielt wurden. Oder wo ich mal gesagt habe, dass ich mich nicht traue, manche Themen anzusprechen wegen Zielgruppen, bla bla. Ist halt so. Dass, ja, da muss man halt immer aufpassen und gucken, dass man da auch, ja, alles richtig macht. Und, ja, irgendwie auch nicht zu viel erzählt oder so, keine Ahnung. Obwohl das eigentlich nicht das Problem ist, sondern eher so, ja, was will ich jetzt vermitteln und so. Wie bringe ich das jetzt rüber? Da macht man sich schon Gedanken. Immer, wenn man ein Themenvideo macht und, ja. Deswegen habe ich das am Anfang dann eben nicht so gern gemacht. Naja, aber so im Grunde mache ich ja immer noch das, was ich damals gemacht habe, nur eben weniger. Ja, gut, ich mache jetzt auch andere Spiele, das habe ich damals nicht gemacht, aber also andere Spiele außer Minecraft. Damals habe ich ja noch Viva-Videos hochgeladen. Da habe ich mir keinen eigenen Kanal erstellt. Nein, ich mache das hier auf dem Kanal. Aber ich habe die noch online, weil ich denke mir einfach, diese Videos, die gehören auf YouTube. Weil die gibt's sonst nirgendwo. Und, ich weiß nicht, ich habe die einfach damals hochladen wollen. Also ihr seht schon, das war wirklich so ein YOLO-Kanal. Ich habe da einfach hochgeladen, was ich wollte. So alles gemischt und keine großen Gedanken gemacht. Heute, naja, ist das natürlich auch eine andere Sache. Heute hätte ich wahrscheinlich diese Viva-Videos eher auf Igitz hochgeladen. Ja, wäre besser gewesen. Hätte ich auch nicht so viele inaktive Abonnenten. Na gut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, ich bin schon relativ zufrieden mit dem, was ich mache. Auch wenn ich im Prinzip immer noch diese so Uncut-Videos mache. Aber ich bin einfach nicht der Typ für so einen krassen Schnitt oder so, weißt du? Ich bin halt so der, ja, der klassische Let's Player, der dann eben auch mal über Themen spricht oder so, ne? Oder sicher auch seine Videos mal anders gestaltet. So zum Beispiel wie hier mit diesem Nachkommentieren, aber eben nicht großartig schneiden und Action und so weiter. Das passt nicht zu mir oder das möchte ich nicht. Das frisst mir zu viel Zeit, das ist mir zu unvorhersehbar. Ich möchte mir gerne vor dem Video denken können, wie viel Zeit ich dafür unbedingt ungefähr brauche. Und wenn ich jetzt sehe vorher, das muss ich noch schneiden und bearbeiten, dann denke ich mir nur so, ja scheiße, wie lange dauert das jetzt? Dauert das jetzt eine Stunde, dauert das zwei Stunden oder wie lange? Das wüsste ich dann nicht und das möchte ich mir eben, ja, ich weiß nicht, da bin ich nicht der Typ für, da habe ich nicht die Geduld zu, auch die Videos zu schneiden, ey, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht. Sicherlich, manchmal mache ich das, das sind dann so Special, zum Beispiel das Best of Broken Sums, was ich mal gemacht habe. Möchte ich auch noch eins machen, ehrlich gesagt. Ja, oder so ein paar Sachen, sicherlich schneidet man mal, aber, oder gibt sich mal Mühe. Aber eben dann nicht bei jedem Video, das, weiß ich nicht, das soll dann schon ein Special sein. Was dann eben auch nur mal einmal alle halbe Jahre vielleicht kommt, ne? Naja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie lange mein Kanal noch so hält. Jetzt mit dreijährigem Jubiläum. Gibt ja nicht viele Leute, die 3 Jahre durchhalten auf YouTube. Also, ich kenne zumindest nicht viele. Gut, na gut, die ganzen großen YouTuber natürlich. Aber so kleinere YouTuber, da gibt's eigentlich echt relativ wenig, die so lange durchhalten. Sicherlich auch nicht wenige, aber es gibt auch im Gegensatz dazu wieder so viele, die einfach nach
einer Woche oder nach einem Monat schon wieder aufhören und es ist einfach so krass. Aber naja, mir macht das halt Spaß und ich habe mir jetzt auch mittlerweile so eine Community aufgebaut, habe aktive Abonnenten mittlerweile, wenn auch nicht viele, aber das ist immer noch besser als, weiß ich nicht, nur inaktive Abonnenten, ne? Oder, weiß ich nicht, 10 aktive Abonnenten, sage ich mal, sind besser als 100.000 inaktive. Weißt du, das bringt ja auch nicht, das ist dann auch nur eine Zahl und du hast keine Kommentare oder so oder kein Feedback und das ist halt auch nicht geil. Und ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich habe mir ein bisschen was aufgebaut und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ja, ich denke mal, das kann ich so stehen lassen. Ich merke gerade, die Zeit ist rum von der Folge. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns später wieder und tschüss.